Hallo und herzlich willkommen, heute mit einem neuen Toy-Review von Transformers Dark of the Moon Mechtech Skyhammer. Ja, Skyhammer, ich war echt froh, dass ich ihn damals bekommen habe. Ein Kampfhelikopter, wie er einfach nur, perfekter nicht sein kann. Er sieht einfach genial aus. Ich weiß jetzt nicht, welche Art von Kampfhubschrauber es ist. Ich würde eher sagen, so eine Art Apache. Bin mir aber nicht sicher. Jedenfalls ziemlich cool. Könnte aber auch ein Havoc sein. Er hat halt hier unten das schöne halt ein Landegear, was man ausklappen kann. Hinten auch noch einmal. Aber egal. Zeigen wir euch erstmal die Figur. Die Figur, wie gesagt, ziemlich viele geile Details. Vorne in den Scheiben sehen wir die Sitze einmal. Das Autobot-Symbol. Das heißt, ja, ein Flugzeug, ein Autobot als Flieger, ziemlich selten, aber ja. Gehalten in einem Graublau mit silbernem Paintjob, mit weißen Komponenten, schwarzem funktionierenden Rotor. Raketenwerfer links und rechts. Auch hier wieder die Halterung für die Mechtech-Waffen der kleineren Figuren. Hier oben auch noch einmal die Halterungen dran für die Waffen. Ansonsten hier an der Seite nochmal die Ports. Da kann man jetzt zum Beispiel die großen Mechtech-Waffen dran befestigen. Man kann die Mechtech-Waffen allerdings auch, auch hier unten drunter befestigen. Das sind auch Ports, mehrere Ports, wie ihr seht. Kann die Waffen auch nochmal dran befestigen. Hätte ich zwei davon, würde ich sie natürlich unter die Flügel machen. Sieht ziemlich cool aus. Bei einer nicht wirklich. Die Figur ist im Fahrzeugmodus und auch im Robotermodus ziemlich geil. Ich sag gleich dazu, Fahrzeugmodus volle 10 von 10 Punkten, weil er einfach nur perfekt gemacht wurde. Auch man sieht nicht wirklich, dass da Roboterteile irgendwie mit involviert sind. Alles schön bündig, abgeschlossen, ziemlich geil. Für die Verhandlungen ganz simpel, einmal die Flügel lösen. Das hier nach unten zeigen, so. Dann einmal, lass mich gerade überlegen, genau, die Rotor rumklappen, anschließend hier hinten dieses komplette Rückteil einmal lösen, hier oben aus dem weißen Teil rauslösen, dann einmal die Beine hinten rumwinkeln und die Beine einmal drehen, jetzt muss ich mal gucken, so, genau. Dann einmal, wie gesagt, das Innenteil nach innen winkeln komplett, hochklappen, anschließend kommt automatisch das Bein hier unten raus, wie gesagt, der Fuß, so, dann haben wir den ersten Fuß fertig, dann einmal hier das Knie rumklappen, wieder hochklappen, was ich auch euch nochmal zeigen möchte, die Details des Knies, einfach nur genial gemacht. So, dann auch hier, wie gesagt, hochklappen. Hier habt ihr natürlich diesen Pin, der ist quasi komplett versenkt im Fahrzeugmodus und kommt heraus im Robotermodus automatisch. Dann dazu einmal das hier oben. Ihr seht es hier, hier ist ein kleiner Pin, den ihr oben mit befestigen. Na, will gerade irgendwie nicht so richtig. Irgendwie hapert es gerade. Eine Sekunde. Jetzt. So, dann den Fuß natürlich einmal rumklappen. Hier hinten rumklappen. Dann haben wir die Füße fertig. So, dann sind die Füße schon mal fertig. Anschließend hier hinten die kompletten Flügel einmal hier unten mit dem Pin lösen. So. Jetzt einmal die Arme hier lösen. An der Seite. So, anschließend einmal dieses komplette Teil nach. Ach, wieso klappt das denn nie?
Ich kann mal gucken. Das hängt hier immer an diesen kleinen Pins hier vorne fest. Tja, es ist immer dieser Vorführeffekt. So, jetzt. Dieses komplette Oberteil einmal zur Seite drehen. So. Dann den kompletten Brustkorb und die Beine nach unten drehen. So. Dann einmal hier oben das Cockpit einmal splitten. Hier unten die Flügel einmal nach unten drehen, damit man die Arme komplett lösen kann. Dann anschließend die Triebwerke nach oben klappen. Hier ebenso. Einmal komplett rum. Und die Rotoren einmal nach unten klappen. Das hat einen ganz wichtigen Grund, weil die gleich festgemacht werden. So, jetzt einmal die oberen Rotoren am besten nochmal zusammenlassen. Wie gesagt, die Arme auseinanderklappen. So, dann kommt der Kopf zum Vorschein. Einmal die Arme so hochdrehen. So, dann hier oben die Schulter einmal rumklappen bei beiden. Hier oben das Stück Cockpit einmal nach oben ganz klappen. Die Hände nochmal zur Seite drehen. Dann anschließend diesen Flügel hinten hochklappen. Ich muss mal gucken, nicht, dass ich jetzt was falsch mache. Genau. Ihr habt hier kleine Pins, zwei Stück, und hier sind die Löcher. Da klappt ihr die Flügel einmal rein. Doch bevor ihr sie ganz reinklappt, klappt ihr einmal hier die Flügel nach unten. Komplett. Und klappt nur die seitlichen Flügel nach oben. Hier genauso. Dass ihr quasi so das Jetpack quasi hinten zusammenbaut. Dann anschließend die Packs hier verbinden. So, anschließend ist das Rückenmodul fertig. Und jetzt, wie gesagt, die Rotoren einmal rumklappen. Und die Rotoren haben hier unten diese kleinen schwarzen Stifter. Hier sind Öffnungen. Dort steckt ihr ganz einfach die Rotoren fest. Das gleiche hier auch. So. Jetzt dreht ihr die Arme komplett runter. Und jetzt habt ihr hier oben auch nochmal diese Stifte. Und hier diese Pins. Das heißt, auch hier einmal die Rotoren runterklappen, befestigen, fertig. So, anschließend die Arme. Dazu dreht ihr einmal die Hände heraus. Hier ebenso. Hier oben am Zeigefinger ist so ein kleiner, wie so eine Art Huppel, da könnt ihr quasi mit den Fingernägeln die Hände einmal rausholen. Und jetzt habt ihr hier ein Doppelgelenk. Dazu dreht ihr jetzt einfach den Arm so nach innen und so nach hinten. Das heißt, dieser Knubbel hier verschwindet dann in der Hand. So. Und schon ist der Arm fertig. Finde ich persönlich eine ziemlich geile Transformation. Ich zeige es euch hier nochmal einmal. Einmal komplett nach hinten. Und rum. Und verstauen. So. Und schon ist die Figur fertig verwandelt. Das muss man zum Stehen bekommen. Na, irgendwie will die Figur heute mich total ärgern. So. Und Skyhammer ist quasi jetzt fertig verwandelt. Ach, irgendwie ärgert die Figur mich heute tierisch. Und ich verstehe nicht, wieso. Sie will heute nicht stehen und gar nichts. So, jetzt aber. Na, endlich, Leute. So, und schon steht sie bombenfest. Und wird mitgeliefert mit dieser Waffe, wie gesagt, die ich vorhin euch schon gezeigt habe. Ihr habt hier vorne einmal diese langen Läufe
Und ihr habt dann ein Mech-Tech-Feature, das heißt, ihr könnt quasi ein Riesenschwert daraus klappen. Diese Waffe könnt ihr quasi festmachen, indem ihr ihn quasi das einmal hinten rumdreht. Und schon habt ihr quasi hier hinten eine riesenlange Klinge, die ihr ihm in den Arm geben könnt. Mit der er quasi immer um sich hauen kann. Wie so eine Art Sichel. Finde ich eigentlich ziemlich cool. Und ansonsten könnt ihr ihm natürlich auch die Waffe in die Hand geben. Dann einfach hier hinten wieder lösen. Und wieder zusammenschnellen lassen. So, und dann könnt ihr ihm sie natürlich auch in die Hand geben. Wie ihr seht, klappt das ziemlich gut. Die Figur an sich, wie gesagt, ist ziemlich solide gebaut. Sie sieht ziemlich geil aus. Mir gefällt sie. Ich zeige sie euch nochmal im Detail. So, wie gesagt, unten einmal die Füße mit den herausgeklappten Details. Seitlich nochmal zu sehen. Die Knie, schön detailliert. Auch die Farbgebung hier mit dem Blau Metallic finde ich ist ziemlich gut gelungen. Hier Weiß-Silber unten und in Richtung Brustkorb auch wieder dieses bläulich-metallige. Und ich sehe gerade, hier hat sich der Flügel einmal, das heißt der Rotor, gelöst. So. Und ihr seht auch die Schläuche oben auf den Rotor. Ziemlich geil detailliert in diesem Blau Metallic. Der Kopf sieht aus wie so eine Art Wolf. Seitlich, auch nochmal hinten mit diesen Spitzen. Ihr könnt den Kopf leider nur sehr beschränkt bewegen. Ihr seht es zur Seite, 90 Grad zur Seite bewegen geht, aber nur wenn ihr ihn nach oben dreht. Die Figur selbst hat einen weißen Kopf mit blauem Gesicht und gelbem Paintjob. Leider keine Lightpipe-Funktion. Die Schultern sind natürlich das Cockpit. Was eigentlich ziemlich genial ist, denn bis jetzt kennen wir es ja so bei den Flugeinheiten, dass das Cockpit irgendwie im Brustkorb verschwindet. Hier natürlich nicht. Und wir haben natürlich auch hier oben dann ein Triebwerk. Von hinten ganz schlicht. Man sieht hier aber trotzdem die ganzen Details. Das Triebwerk hier, das Landegestell. Oben die Sitze. Ziemlich geil. Und auch das Jetpack mit den Raketenwerfern. Ihr seht die Figur hier, hinten auch nochmal ziemlich viele Details. Die Beine sind nicht hohl, was ich auch ziemlich geil finde. Die Arme haben hier oben wie so eine Art Blaster oder Raketen, ich weiß es nicht genau. Die Finger sind auch ziemlich cool gemacht, 4 Finger hat er. Sind gut modelliert, auch die Innenteile der Arme gefallen mir sehr. Natürlich habt ihr hier wie gesagt die Ports, da könnt ihr die kleinen Mech-Tech-Waffen noch befestigen. Die Knie an sich haben eine Standardbewegung nach oben und nach unten beweglich. Ihr könnt zwar noch das Bein drehen für andere Posen. Ja, und unten der Fuß ist noch neigbar. Und ganz normale Ellenbogengelenke, seitlich auch beweglich. Im Torso unten könnt ihr es auch nochmal seitlich bewegen. Die Action-Posen, finde ich, sind auch teilweise ziemlich cool möglich. So. Also wie gesagt, ziemlich beweglich. Ihr könnt die Raketenwerfer hinten vom Rücken entfernen, wenn ihr wollt. Dazu entferne ich jetzt auch einfach mal die Waffe kurz. Und könnt ihm natürlich diese Raketenwerfer auch in die Arme stecken. Auch sehr schön gelungen, dass man das machen kann, dass sie nicht fest quasi im Rückenmodul bzw. in den Flügeln montiert sind. Das heißt, ihr habt dann hier die Raketenwerfer direkt am Arm. Auch finde ich eine ziemlich coole Sache, muss ich ganz ehrlich sagen, gefällt mir. Auch, dass die Autobahn-Symbole an den Schultern so gut sichtbar sind, auf beiden Seiten, wirkt in meinen Augen wie Abzeichen. Gefällt mir auch sehr gut. Wie gesagt, die Rotorblätter sind auch ziemlich gut befestigt. Gefällt mir auch.
ist eine nette Art und Weise, die Figur zu verwandeln. Ich kenne das von früher noch so, dass dann quasi der Rote abgenommen wurde und vielleicht auf dem Rücken oder am Arm befestigt wurde. Diese Lösung gefällt mir jetzt deutlich besser. Ja, genau. Kommen wir jetzt einfach nochmal ganz kurz zum Abschluss zu der Verpackung. Stellen wir dazu die Figur einfach mal zur Seite. So, die Verpackung wird, wie gesagt, im schlichten Design von Dark of the Moon geliefert. Hier sieht man einmal den Helikoptermodus mit den Waffen direkt quasi über den Flügeln montiert. Die Waffe hier natürlich nochmal als Klinge dargestellt, auch hier am Arm montierbar. Hier sehen wir schon den Robotermodus, auch wie alles schön eingeklappt ist. Die Figur selbst, finde ich, hat einen ziemlich geilen Körperbau. Manchmal muss ich zugeben, was kann an meiner Figur liegen, klappen die Gelenke ziemlich leicht rum, das heißt, sie sind ziemlich lose, finde ich ziemlich schade, aber trotzdem muss ich ganz ehrlich sagen, hat die Figur auf dem Robotermodus 9 von 10 Punkten in meinen Augen verdient. Die Verpackung an der Seite, Skyhammer ist ein Experte für Projektilwaffen, steht dann hier oben. Und hier konnte man die Mechtec-Waffe ausprobieren, wie sie auseinandergeklappt ist. Und dann sehen wir einmal hier unten Skyhammer als Autobot. Und dann halt nochmal das Artwork. Oben natürlich Dark of the Moon. Und er war dann hier quasi als Roboter komplett in der Verpackung. Auch an der Seite hier nochmal einen schönen Text. Die Waffen eignen sich für alle Mechtec-Figuren. Durch Kombinieren lassen sich neue Waffen bauen. Typischer Hinweis. Ja, wie gesagt, das ist Skyhammer gewesen. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr weitere Kommentare mir hinterlasst. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns bei dem nächsten Toy Review. Und ich verabschiede mich dann bis zum nächsten Mal und wünsche euch was. Ich sag mal tschüss, euer Rux4.